Und damit herzlich willkommen zum ersten Europameisterschaftsspiel gegen die Slowenen. Endlich geht das Turnier hier los und ja, auf Weltklasse habe ich mich entschieden und wir spielen mit dieser Formation und Klose im Sturm. Und zwar werden wir Müller erstmal auf der Bank lassen und Khedira wird sogar spielen für Toni Kroos und Nils Petersen kommt mit und Sebi Rode. Und jetzt kann es endlich losgehen, meine Lieben. Die Europameisterschaft geht jetzt in die erste Runde. Boah, ich bin schon echt gespannt, wie das wird. So, Klose. Huhu. Erstmal hier die kleinen Trainingseinheiten noch machen. So, und jetzt geht's los. In Frankreich. Die Europameisterschaft. Hier seht ihr jetzt die Hymne noch eben. Nur von der deutschen Nationalmannschaft. Sehr nice. Die Deutschen sind bereit für das große Turnier. Und zunächst zeige ich hier noch schnell das Team. Der Slowenen, Kurtic, Rodman, Lazarevic, Djukic, Dominik Maro, der Kölner ist dabei, Handanovic, Cesar, Miso Brečko sogar auch dabei von den Kölnern, Kirin, Kevin Kampel ist von uns, von Borussia Dortmund. Und jetzt kann es losgehen. Das große Turnier kann endlich losgehen. Auf Weltklasse alles schön gemacht. Sebi Jung. Und das wird jetzt echt eine spannende Partie, würde ich sagen. Mats Hummels muss den Ball erstmal klären. So, Miro Klose, der 37-Jährige im Moment, wird bald 38 in diesem Spiel. Sam. Und zumindest ein Sieg ist eigentlich heute schon Pflicht. Erstmal defensiv stehen, Reus. Die Slowenen haben eigentlich alles gut gemacht bisher. Klose. Klose geht vorbei. Will er jetzt ganz vorbeigehen? Klose. Macht er das 1:0 für Deutschland? Miro Klose. Gute Aktion. Aber Handanovic, ein richtig guter Torwart von Inter Mailand, hält den Ball richtig sicher. Marco Reus bringt jetzt die Flanke gleich rein. Klose mal wieder vor Handanovic, aber Handanovic kriegt den Ball erstmal. Boah, die EM zum Anfang hin direkt spannend. Schön. Philipp Lahm bringt den Ball auf Marco Reus. Ach, schade. Boateng, Sebastian Jung. Wenn es sein muss, müssen wir Müller halt in den Sturm stecken. Aber erstmal sieht es gar nicht schlecht aus. Boah, guter Ball. Jung, super. Reus gesehen. So, komm, lauf, Junge. Reus! Marco Reus läuft! Oh! Er kriegt das Ding nicht unter. Schade. Trotzdem gute Aktion des Marco Reus. Jetzt muss die Flanke nur aufs Tor kommen und den Kopf. Jansen. Wer macht das erste Tor? Mario Götze. Hummels von Borussia Dortmund!
Handanovic spielt bisher eine super Saison und auch ein super Turnier bisher. Gut, ist der erste Spieltag, aber trotzdem. Komm nach vorne jetzt. Lahm. Sam. Und Jansen. Ah, schade. Trotzdem gute Aktion. Marcel Jansen mit der Chance vergibt. Leider. Dennoch gute Aktion des deutschen Teams in diesen ersten 40 Minuten. So, da ist wieder alles offen. Das sehen wir natürlich. Jung. Klose. Super gesehen von Jung. Und es ist 1:0 von Deutschland. Von Miroslav Klose. Hier der Salto. Er möchte dieses Team zum großen Wurf bringen. Er möchte wirklich nochmal ein Turnier mitspielen. Miro Klose hier. Stark vom Weltmeister. Miroslav Klose, erstes Tor in der Europameisterschaft. Genau, das hört man nochmal. So, jetzt aber wieder defensiv stehen. Genau, super. Khedira läuft. Läuft. Schickt Klose. Ah, da kommt er leider nicht vorbei. Er ist halt schon 37, aber er bringt für sein Alter super Leistungen. Das finde ich gut. So. Jungs, macht das. Macht das Ding. Holt euch den ersten Sieg. Und es ist erstmal Pause. Erste Halbzeit ist beendet. Griechenland gegen Niederlande läuft noch bald. Und Nils Petersen kriegt jetzt seine Chance. Und Rode für Philipp Lahm. Götze. Khedira. Boateng. Wir gehen auch erstmal auf sehr defensiv. Ist, denke ich, besser als jetzt total offensiv zu gehen. Die Slowenen kommen direkt auf mich zu. Das ist nicht schön. Und wir bieten uns gut an eigentlich. Jung. Ja, Klose hat halt den Instinkt. Ob Petersen den Instinkt jetzt auch noch hat. Zu weit. Den hat Handanovic, der ein grandioser Torwart ist, muss ich schon sagen. Jerome Boateng. Oh oh. Rode. Hummels. Schön. Und Reus. Auf Mario Götze, aber der Ball kommt nicht an erstmal. Und die Chance! Das 1:1, wie gut die das herausspielen und dann auch noch so eiskalt sind. Eiskalt. Elicic. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Djokic kommt auch noch. Slowenia führt nicht, aber wir sind jetzt unter Druck. Manuel Neuer. Stinksauer. Ja, das bin ich jetzt gerade auch ein bisschen. Hier, schöne Flanke, aber wie macht er den? Josip Iličić. Götze. Ja, das passiert. Matson, es kommt. Ah, das ist doch bitter. Das ist echt bitter. Boateng. Kommt er hin? Das gibt's doch nicht. Iličić. Boah. Der möchte jetzt wirklich das Ding hier gewinnen. Ah, was? Wartet, wir werden mal wechseln. Das kann ja jetzt nicht sein. Das wird sowas von... Komm, Petersen, geh mal lieber raus wieder. Ja, das mache ich nicht gerne. Aber wir müssen jetzt handeln, sage ich mal.
wieder Slowenien. Ich glaube Rode. Das war der Fehler, dass wir Rode eingewechselt haben. Gut. Aus Fehlern lernt man, denke ich. So, Rode. Du kannst das. Scheiße, ne? Ja, es wäre echt ein Traum, wenn wir mal dieses Turnier schön für uns entscheiden. Komm, Boateng. Und oh. Nein! Götze! Oh, Neuer! Ruhig bleiben, Jungs. Bleibt da jetzt ganz ruhig. Nach vorne, genau, auf Müller. Thomas Müller. Auf Sebastian Rode. Der vom FC Bayern. Ah, ich hätte irgendwie dribbeln müssen. Scheiße. Mann, ist das Pech. Wir müssen das Ding hier gewinnen. Holland ist schwieriger. Genauso wie Griechenland. Khedira. Rote. Oh Gott, spielen hier ist gut. Boateng. Ja, gut. Es bleibt beim 1:1 zwischen Slowenien und Deutschland. Slowenien mit einer guten Aktion durchgekommen. Gut, müssen wir jetzt akzeptieren, aber so geht es halt weiter. Ja, gegen Griechenland müssen wir dann schon mehr bringen. Klose schießt allerdings das Tor für uns. Hätte ich jetzt auch nicht direkt erwartet. Na gut, so ist EM. Wir müssen jeden Gegner ernst nehmen. Ja, so passiert das und somit verabschiede ich mich jetzt. Das war das erste Gruppenspiel. Obwohl, nee, wir zeigen nochmal hier, komm. Die Gruppentabelle und so weiter. Ja, gut. Passiert, Jungs. Passiert. Ja, hier. Ah, gut. Alle haben einen Punkt geholt. Hier nochmal Mitroglou, Büttner, Klose und Iličić mit den ersten Toren in Gruppe A. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Obwohl, wir können jetzt bis Griechenland eben vorspulen. Ach, Mann, das ist echt bitter, sowas. Schade. Ja, hier Weimann 2 Tore, Pedro 2 Tore, hier seht ihr das. Ja, das sind erstmal die Torschützen. Ich hätte gerne das Spiel gewonnen erst, aber gut, was willst du machen, ne? So, hier, die Gruppen. Spanien hat mit 3:0 erstmal gewonnen hier. Tschechien hat gewonnen. Frankreich hat verloren gegen Ungarn. Oje mini, was ist da los? Okay, Österreich und England, okay. Komisch. Na gut, so ist das und jetzt mache ich das nächste Spiel. Und das nächste Spiel seht ihr dann im nächsten Part. Und ich hoffe, dann gewinnen wir. Bis dahin, ciao.